mir genauso. Aber er ist zu weit in der Ecke. Wölfe. Das sind Wölfe. Das ist wieder einer bei dir. Wieder, ja. Versuchsansatz. Naja, will nicht. Noch nicht. Down. Okay, die waren schneller down als eigentlich an für sich gedacht. So, ich stehe noch auf der Plattform, das ist schön. Das heißt, mich erwischt das nicht. Will ich zumindest hoffen. Und jetzt gleich kommen nämlich auch die Geisterwölfe. So, jetzt gleich kommen die Geisterwölfe, müsst ihr aufpassen. Nicht wundern, der markiert wird, der kann nichts machen. Ja, eins. Kommen sie, ja. Die normalen Wölfe sind da. Ja, zieht die noch zusammen. Springen. Wölfe sind down. Fuck. Oh, das ist jetzt nicht gut. Da hat es mich auch voll zerfetzt fast. Eieieiei. Unangenehm. Über aufgestanden sind, hier sind noch Soulstones, die könnt ihr euch holen. Oh, jetzt heult er wieder. Wölfe. Oder Wölfe wieder. Normal. Haben wir Glück. Kommen die Geisterwölfe eigentlich schon erst im ersten, im einen Stern? Ja, die kommen ja. Ein Wolf steht noch. Springen. Springen. Oh, shit. Das werde ich nicht überleben. Das war close. Jetzt sollte er schon wieder. Wölfe kommen. Der hier hinten ist down. Wölfe sind down. Bringen. Es kann natürlich auch sein, dass die Wölfe dann kommen. Ich kenne die Taktik leider auch nicht zu 100%, wenn die normalen Wölfe zu lange leben sollten. Aber ich glaube, das hat keinen Einfluss darauf. Wow. Kann aber auch sein, wenn die Wölfe wirklich nicht erscheinen sollten. So, wieder Wölfe. Wölfe. Wir sind down. B2. Ne, einer steht noch. So stehen die noch. Bringen. Bringen. Ich glaube, die Geisterwölfe kommen, wenn die normalen Wölfe zu lange leben. Scheinbar. GZ. Und das war's. Ja, GZ dann alle. First try, letzter Boss, das ist schön. Tausende Wertung sogar. Gibt drei Kisten.
Ich habe ein paar mehr Anläufe gebraucht für den letzten Boss. Ich bin, glaube ich, 10 Mal umgekippt. Ne, 5 Mal oder so. Wenn ich okay. Ja, aber mit dem Wissen geht's halt jetzt weiter, ne? Ich meine, 2 Sterne dann. Also, nächste Woche 2 Sterne, ja? Ja. Ja. Gerito, du hast noch eine Lederkiste, ne? Ach, was hab ich noch? Ah, stimmt, ja, da war ja was. Wo ist die dicke, fette Kiste, dicke, fette Kiste? Die dicke, fette Bonuskiste. Mit nichts Boah, drin. Soul Sand drin, Journeyman, Merit Token und Captain Metal. Alles klar, alles mir. Alles nur für die Inventar voll zu müllen. Dann sage ich mal vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Ja, ja, danke, oh, danke auch. Vielen Dank. Ich muss sagen, das ist viel einfacher, wenn du den TS hast. Das letzte Mal random, ohne was zu sprechen und nur zu schreiben, das ist relativ schwieriger. Ich habe auch, ja, so manchen Raid auch schon mitgemacht, wo es richtig gruftig gewesen ist. Aber schön, cool. Ja. Also der Endboss ist eindeutig einfacher wie die 2. Ja. Ja. Ja gut, die hätten wir auch gehabt, das waren zweimal der Instakill, weil... Ich nicht gezogen, also den... Ja, unterbrochen hast, das ist es halt, aber... Wir haben gelernt und ansonsten sind wir relativ sauber durchgekommen, finde ich. War total top, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Eigentlich hätte man noch irgendjemand braucht, der so ein paar Witze erzählt, dass es nicht so trocken bleibt. Ach ja. Da hätte man Schoko mitnehmen müssen, der hätte schon eine ganze Zeit geflamed. Ich glaube, es können alle bis auf Sankura laufen, oder? Das kann sein, ja. Ihr müsst dann zweiten Run auf mich verzichten. Weil. Das also, tut mir leid. Haben, ich gehe dann mal essen. Guten Hunger. Müssen wir halt noch 3 DDs suchen, ne? 3 DDs. Healer nicht zwangsweise, so ging ganz gut mit Cardonis, das passte ganz gut. Was? Also ich verlasse schon mal die Gruppe, deswegen. Ja. Bester Heal. Oh, ist noch mehr raus. Hä? Wer ist noch raus? Irgendwie alles. Fast. Naja, eine. Also ich wäre später nochmal mit dabei, aber jetzt gerade nicht. Ah, okay. Ja, trotzdem danke für den Run. Danke auch. Jo, danke fürs dabei sein. Jetzt bräuchten wir halt 4 Leute. Was machen oder nicht machen? Also ich würde später nochmal mitkommen, jetzt aber gerade nicht. Ich weiß nicht, wie lange ja, ihr seid. Wir könnten ja mal so eine Stunde Pause für jeden machen. Ja, wenn alle eine Stunde dabei sind. Oder, ja, weil dann jetzt ist es bald 8. Manche müssen vielleicht Kinder ins Bett bringen oder wollen jetzt kurz mit der Frau noch auf die Couch oder sonst was. Oder duschen. Ja, ja, schlafen gehen, morgen Frühschicht. Also ich wäre dabei. Das ist eine gute Uhrzeit. Aber wie gesagt, rein theoretisch, wenn wir es nächste Woche machen, wir können ja eigentlich im Grunde genommen eine Uhrzeit festlegen, dann wenn wirklich die Konstellation so beibehalten wird, dass wir dann noch zweimal hintereinander laufen, dann ich glaub, wenn es jeder kann. Wieder mit eintragen in die Liste und dann ist First Come, First Serve. Eintragen ist nicht mehr, ist nur noch über... Über die Offizierung, Co, ja. Offizierung. Über eintragen lassen. Ja, aber das sollte ja kein Problem sein. Und Uhrzeit wird ja immer... Gut, wenn es geht, ich würde halt die zweite Woche ID noch fertig machen. Gern. Ja, ich auch. Ja, eben drum. Also, wenn ich es könnte, ich würde jetzt gerne noch mal mitlaufen. Ja. Nee, das meinte ich gerade, ob wir 8:30 sagen sollen, 9 Uhr. Weil... So, wie es für jeden passt. Wir haben genau eine Stunde gebraucht, oder? Ja, nur weil der erste halt doch eine halbe Stunde gebraucht haben, um 3 Versuche zu machen beim nächsten Mal, sollte ja. Ja, eben, aber jetzt eine Stunde für diesen Run, der nächste, ich... Sagen wir mal, halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Dreiviertel Stunde. Deshalb sollten wir aller spätestens 9 anfangen. Für die, die früh raus müssen. Wäre das in Ordnung für alle? Wann? Die noch dabei wären? 9. Ja. Für mich geht alles okay. Ich bin eh krank geschrieben, mir ist wurscht. Ja. Minke, für dich auch okay oder kannst du nicht nochmal oder willst du nicht nochmal? Achso, ich hab Zeit. Okay. Okay, dann darf man mal 9 favorisieren. Wie wir davor gesagt haben, halbe Stunde vorher da sein. Ja, wir suchen auf jeden Fall eine halbe Stunde vorher schon mal die DDs. Die 4. So, und was muss ich jetzt hier machen, verdammt? Ach ja, die Quest, da war das. Keine Ahnung, stehe ich hier bei dem Putzieren und kann nichts mehr machen.
Gucken wir doch mal. Ah. Wird reingeportet. Unten. West. Stimmt. Das ist eine lustige Damage-Layer-Quest. Wo ist denn der zweite NPC davon? Gibt's den Status? Achso. Muss den Status equippen. Wo ist er denn? Status Exciting Upgrade Successful. Wo ist das denn? Oh Mann! Geh ich da noch mit? So, ich sag dann mal bis später. Bis später. Channel switched. So, jetzt habe ich mich mal hier still und heimlich verzogen. Ja, das war der Raid. Also in dem Sinne, wenn ihr das seht, dann auch auf YouTube. Mehr ist es eigentlich im Großen und Ganzen nicht gewesen. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen gut erklären. Einfach nur darauf achten, dass die Ads halt down liegen, weil die für sehr viel Chaos sorgen können. Im Raid selbst und je nachdem auch natürlich auch Damage drücken können. Und wenn man die ein oder andere Mechanik natürlich dann auch beherrscht, dann läuft das schon. Ich bin jetzt gerade am überlegen, was ich mache. Ich bin am überlegen, ob ich mir einen Goldhack. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Erstmal natürlich mein Amulett hier verbessern. Habe ich viel. In dem Sinne sehr großes Interesse daran. Und jetzt. Was haben wir denn? Silver Egg Mallet. Okay, damit kann ich nur ein Silberei klein kloppen. Also gar kein Goldei. Aber ein Silberei ist eigentlich auch okay. Könnten wir ja mal machen. Ist ja ein besonderes Event. Womit ich mich auch ehrlich gesagt gar nicht so auseinandergesetzt habe. Aber lass mal gucken. Gib uns mal hier unsere Tickets. Mit den Tickets geht's dann zum Event-Händler. Und dort kann man sich besondere Eier holen. Und die Goldeier, die sollen relativ gut sein. Aber wir holen uns hier jetzt mal so ein Silberei gegen 12 Tickets. Und dann kann man sich da auch einen Hammer holen. Den Hammer besitzen wir aber schon. Und machen damit dann das Ei auf. Wir kriegen ein Ei, was aber in dem Sinne zerbrochen ist. Oder aufgebrochen ist und bekommen daraus ein Azur-Ticket. Das ist nicht verkehrt. Das ist ein besonderes Ticket. Das Azur-Ticket kann man gebrauchen, um die Steine sich zu erstellen, die man braucht, um von Level 13, meine ich, auf Level 16 sein Equip aufzuwerten. Müsste es sein. Ich müsste jetzt lügen. Also muss jetzt auch in dem Sinne lügen, weil ich es nicht genau weiß, aber auf jeden Fall die High-End-Steine, die es zurzeit gibt in unserem Content. Deswegen ein sehr, sehr besonderes Ticket, werden wir uns aufheben. Und bin gerade so und so am Überlegen, was wir denn jetzt als nächstes machen. Auf der einen Seite hätte ich schon Lust auf eine Pause, klar, weil irgendwie grummelt mir auch ein bisschen der Magen, aber an für sich möchte ich gar nicht aufhören. Und eigentlich auch im Großen und Ganzen schade, dass ich jetzt nicht nochmal mitkommen kann. Ich hätte echt großes Interesse, weil der Raid hat mir doch sehr gut gefallen. Wiederum schade ist eigentlich, dass ich, ja, ich habe maximale wöchentliche, habe ich schon alles aufgemacht. Das heißt, ich kriege nicht mehr Soul of Sun. Das ist noch viel schlimmer. Ich meine, es reicht nicht. Ich kann mich jetzt auch irren, aber ich meine, ich gehe mal mit euch gucken, ob ich mir vielleicht doch nicht irgendetwas herstellen kann. Ich werde es mir definitiv nicht aus dem Auktionshaus kaufen, das ist viel zu teuer. Aber schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie viel wir benötigen, wenn wir uns jetzt ein Level 49er, du bist für Waffen, dich will ich nicht, Rüstung, 59er Teil herstellen, Armor Combination. Wenn wir jetzt mal sagen, wir nehmen die Handschuhe, das wäre ja in dem Sinne der nächste Schritt. Wir brauchen keine besonderen Sachen dabei, die 4x Glitzerkram, meine ich, haben wir sogar. Wir bräuchten Hämatite, die können wir uns kaufen, aber 14 Fluorite. 14 Fluorite. So, lass mal eben gucken. Wenn ich bei dir jetzt gerne Fluorite kaufen möchte, dann Maximum wäre 12. Nein. Ja, es reicht nicht. Schade. Ne, wir können es auch nicht mit Solo Sun hier irgendwie verbessern. Geht nicht. Wir kommen nur auf 12. Nur auf 12. Schade. Das heißt, wir müssen uns bis morgen gedulden dann. Und dann